Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter Darkwood. In der letzten Folge haben wir uns noch mehr Pilzsalat in die Venen gestoßen und haben uns quasi positive und negative Aspekte ausgesucht, die uns das bringen soll. Und plötzlich wachen wir hier irgendwo im Wald auf. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich kann die Map nicht aufmachen. Wir sind nicht zu Hause. Der Geruch von Gras und Bäumen. Ja. Das, was da stand. Ne? Ihr wisst schon, was gemeint ist. Okay, hier sind ganz schön viele Viecher. Ist das jetzt ein Traum? Ist das jetzt eine Art Traum? I think it's here. Aber was denn? Was ist das denn hier? Sind das Büsche oder Würmer? Okay, wo sind wir hier? Ist das hier ein Grab? Oh shit. Da ist jemand tot und er hat aber ein Lächeln auf der Fresse. Komm, lieg mit mir. Umarme die Welt. Die Bäume flüstern so entspannt. Hörst du es? Er ist weg. Nein, er ist weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich kann's hören. Wo soll ich hin? Ich will weg. Nein, lass mich. Was liegt hier? Lie down. Ich kann mich hinlegen. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ist es nur ein Traum? Dann will ich sterben. Okay. Wie es aussieht, sind wir gestorben. Wie, jetzt ist Nacht und ich habe aber meine Skills verloren, oder was? So eine Scheiße. Mach die Tür zu. Ich bin jetzt echt sauer, Leute. Ich bin jetzt richtig sauer. Wir haben jetzt auch kein Licht. Das ist ganz toll. Mach die Tür zu. Wo ist die Bärenfalle? Hier ist keine Bärenfalle. Warum nicht? Ach, wir müssen hier noch verbarrikadieren. Nein, mach zu. Ich bin echt verwirrt. Ich bin gerade sehr, sehr verwirrt, Leute. Was war das da eben? Warum war das? Wie viele Bärenfallen haben wir noch? 2 nur. Scheiße. Okay, können wir das hier bitte irgendwie... Okay, da ist jetzt eine Bärenfalle. Wo tun wir noch eine hin? An das Fenster. Okay. Links und rechts sind jetzt Bärenfallen. Jetzt hier in diese Ecke. Und ich habe da gerade eben was gesehen. Was ist das hier? Huge Cockroach. Warum haben wir eine Schabe im Inventar? Wir haben 7 Mushrooms. Und wir können auch eine Bandage machen. Und ich trage die ganze Zeit hier so ein Rezept mit mir herum. Das können wir eigentlich mal lernen. Zack. Consumable cures and protects from poison for a limited time. Okay, da können wir uns also ein bisschen heilen. Bei Gift. Jetzt habe ich auch gerade gesehen, wir können noch eine Falle bauen. Und zwar eine Glasfalle. Hier ist das Fenster, oder? Ich sehe es nicht. Nein, das ist nicht das Fenster. Wo ist das Fenster? Hier. Ich dachte, ich habe Schritte gehört. Zack. Da braucht man 3 Flaschen für. What? Okay. Nee, nicht drop. 3. Ja, ist auch cool, dass wir auch genau gar nichts sehen. Und der Generator alle ist. Jetzt müsste man natürlich wissen, lockt Licht die Leute an. Leute, sag ich, ne? Okay, wie gesagt. Lass uns mal ganz kurz gucken. Skills? Nee, die Skills sind noch alle da.
Aber haben wir gar nicht den Skill genommen? Hier, den Skill mit dem einen Hot-Dings da. Hot-Key-Bar? Quatsch. Anscheinend nicht, ne? Also wir haben einmal hier das mit den Hunden, mit den Tieren, dann das besser sehen und dann haben wir hier das schlechter sehen, weil wir das Ausweichen genommen haben. Wobei ich noch gar nicht weiß, wie man ausweicht. Das wäre auch eine interessante Information. Wie geht denn das? Tutorial! Okay, erstmal jetzt überleben, Leute. Wir können ja so lange die Zahlen hier ausprobieren. 4. Die habe ich in der letzten Folge aufgeschrieben, Leute. Das sind die Kombinationen, die bei dem Wolf in die Kisten eingetragen waren. Eingetippt waren, eingevorbereitet waren. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Wrong code, bitch. Okay, 2. Ist das eine 0? Also entweder ist eine 0 oder eine 6. 6, 5. Wrong code. Wir probieren es nochmal mit 2, 6, 6, 5. Wrong code, bitches. Okay. Macht mir überhaupt nichts aus. Ich wollte jetzt einfach nur mal die Nacht überstehen. Ich bin nicht gestorben. Es war wohl eher eine Art Traum. Man weiß es nicht. Ich bin vor dem Ofen wieder aufgewacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Traum war. Und im Moment alles gut. Wir sind in der zweiten Nacht. Zweite Nacht, ja. Und leben noch. Wir haben noch 7 Pilze, Leute. Vielleicht reicht das. Naja, ich glaube nicht. Aber vielleicht ja doch. Für einen weiteren Aufstieg. Ich finde es ja ganz toll, dass man auch negative Aspekte auswählen muss. Oh. Yes! Geil! Schon wieder eine Nacht überstanden. Ich fasse es nicht. So, wir brauchen Sprit. Für den... Wir brauchen Sprit für den Generator. Und geil wäre, wenn wir noch mehr Bärenfallen hätten. Weil dann könnten wir die auch außen vor die Fenster packen. Lass uns jetzt erstmal hier die Spritze voller machen. Oh, noch ein oder zwei Pilze. Dann geht's weiter hier im Aufsteigen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Cockroach machen soll. Weil der hat einen Value von 50. Den kann man eigentlich ganz gut verkaufen, ne? Wo kommt der eigentlich her? I don't know. I don't know, la la la, la la la, oh baby. What? Okay, ja, jetzt sind wir hier im Aufnahmerhythmus raus, ne? Normalerweise war immer eine Folge, fing an mit einem Tag und ging dann bis zur Nacht und dann bin ich wahrscheinlich gestorben. Und jetzt, wegen des Traums, sind wir durcheinander, aber das ist nicht so schlimm. Ah, fuck you! Bitch, was ist denn das? Ich werde sterben, wenn ich wüsste, wie man ausweicht. Dieser tolle Skill, den ich mir geholt habe. Dann wäre wahrscheinlich alles besser. Aber so. Das Ding ist, glaube ich, weg. Was soll denn das? Und das war in meinen ersten Folgen gar nicht drin. Sollen wir mal probieren? Oh, ich habe es zweimal gehauen. Ich bin gleich tot. Nein! Lauf, Bitch! Nein! Nein, ich kann nicht mehr laufen! Ich kann nicht mehr laufen! Nein! ich muss es ja ausprobieren. You lose your recently added skills. All of your items get a durability hit and mutated items disappear. So, Freunde. Ach, das war schlau. Das war so richtig schlau, ne? So, aber zumindest haben wir noch den Hundeskill und den Besser-Cook-Skill unter den Bäumen. Aber die Spritze ist wieder leer. Was für ein Hardcore-Spiel. Das ist so Hardcore. Hardcoreiger geht's gar nicht mehr. Wo ist dieses Viech? Das ist jetzt wahrscheinlich auch gleich nochmal da. So, und wo ist Piotrek? Wo kann der sein? Der kann hier oben links sein, der kann hier unten links sein. Hier unten mittig kann der, glaube ich, nicht sein. Bin mir nicht ganz sicher. Oh ja, da ist es wieder. Klar, warum nicht? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Es ist viel zu hart. Es ist viel zu schwer.
Leiche. Leer. Was ist das hier für ein Haus? Das sind die Schweine anscheinend. Die wir auch nicht mögen. Leute, wir mögen die Schweine nicht. Absolut nicht. So, jetzt sehen wir hier aber nochmal Straße. Das ist gut, weil, wie gesagt, ich denke mal, dass wir jetzt hier irgendwie zu Piotrek kommen. Vielleicht können wir uns dann nützliche Sachen kaufen. Wir haben ja ein bisschen Junk dabei. Mal schön gucken. Immer schön gucken, ja? Yes, Piotreks Haus. So, ich habe gehört, wir bräuchten Alkohol. Wir bräuchten Alkohol und ein Streichholz, um da dieses kaputte Zeug kaputt zu machen. Das Problem ist aber, ich habe kein Alkohol, ne? Hatte ich nicht Alkohol? Habe ich den weggelegt? Oder habe ich ihn jetzt verloren, weil ich gestorben bin? Das ist Kacke. So, wie gesagt, wenn wir jetzt hier reingehen, dann, what? I need a key. Ja, also wir kommen da nicht rein, bevor wir nicht das Tierchen kaputt gemacht haben. Das Tierchen befindet sich hier drin. Hier haben wir einen Auspuff, den brauchen wir für Piotrek. So, und das Zeug hier ist giftig. Und wenn ich da jetzt Alkohol und ein... War das Alkohol oder Sprit vielleicht? Und ein Streichholz hinwerfe, dann habe ich gelesen in den Kommentaren. Dann kann man das quasi wegmachen. Man kann auch durchlaufen, verliert aber dann unglaublich viel Leben. Und dann muss man dann auch gegen das Viech kämpfen. Warte mal, hier. I could open it with a lockpick. Wir haben noch extra einen geholt, ne? Unlocked. Okay, was haben wir jetzt hier? Vielleicht ein bisschen Alkohol. Leder. Pillen. Gegen Gift und so weiter. Und Inventory Upgrade. Und das hier. Das hier ist 200 wert. Und das ist unglaublich viel. Und dann wollte ich ja eigentlich in der einen Folge, wollte ich das eigentlich verkaufen. Damit ich mir eine Schaufel holen kann oder so. Weil ich, also im Moment komme ich noch klar mit dem Inventory. Das ist gar nicht so klein. Tja, das muss man sich halt nochmal überlegen, ne? Generator können wir mal anmachen. Das Ding ist voll. Ich weiß nicht, wofür ich das angemacht habe. Vielleicht ist es ja dafür gedacht, wenn man dann doch irgendwie hier sich versteckt vor Viechern. Oh ja, noch ein Rack. Eine Uhr. Eine Uhr. Eine Uhr, wenn man die im Inventory hat, dann sieht man oben die Zeit. Wie geil ist das denn? Geil. Das ist geil. Ich wollte gerade überlegen, ah, die ist 100 wert, die verkaufen wir direkt. Nee. Wir finden das ziemlich geil, dass die Zeit angezeigt wird. Was? Der war doch eben noch voll. Okay. Vielleicht ist ja noch irgendwas anderes angeschlossen. Aber wir gehen jetzt durch das Zeug, ne? Wir machen das jetzt. Kap, 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 kap. Oh, shit. Sterben wir jetzt? Sterben wir jetzt? Nein, aber fast. Wir müssen uns auf jeden Fall verbinden. Sonst ist hier Kacke Arsch. So, hier haben wir Fleisch. Das kann man in Bärenfallen tun. Dann werden Viecher angelockt. So, ich... Die kann ich nicht raus, ne? Nope. Ach, hier ist so eine Kiste. Ich wäre fast gegangen. Ach du Scheiße. Und jetzt? Jetzt haben wir nämlich keinen Platz mehr. Flares. Was ist das hier? Ein Blueprint. Ach ja. Okay, genau. Und meine Theorie ist, der Kollege Piotrek braucht Zeug für seine Rakete und das ist einmal der Auspuff, eine Batterie, irgendeine Art Joystick, dann haben wir hier, glaube ich, ein Kabel oder so und ein Rad und ein Lenkrad oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ihm schon mal eine oder zwei Teile gegeben. Guck mal, wir haben fast volles Leben jetzt nach der Bandage. Naja, nicht ganz. Pellet Gun. Oh yeah, ein Rezept für die Pellet Gun. La 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 la. Wie kann ich jetzt... Muss ich das hier hin tun? Gedrückt halten, learn. Bam. Und eine Taschenlampe. Kann man machen. Okay, wir müssen da jetzt durch, ohne zu sterben. Komm schon auf. Oh. Wir haben weniger als halbes Leben, Leute. Das ist absolut ungünstig. Des Todes.
Okay, aber jetzt kommen wir zu Piotrek. Es ist 11 Uhr. Sehr gut, noch nicht mal mittags. Hallo! So, das hatten wir schon alles. Wir zeigen ihm das Dogtag. Das uns, glaube ich, nichts bringt. Foto vom Doktor. Weird, I don't see Gagarin on it. I have never seen a photo without Gagarin on it before. Okay. Also er redet nur von Gagarin. Ich schätze mal, der hat einfach nichts dazu zu sagen. Und jetzt können wir ihm aber hier das Ding zeigen. Okay, also der Auspuff ist schon mal das erste Teil für seine Rakete. Für seine Rakete. Stuhl, hier haben wir sonst nichts mehr, ne? Da ist noch eine Lampe. Brauchen wir mal nicht. Achso, traden wollte ich vielleicht nochmal mit ihm. Trade, wobei mein Junk ist weg, oder? Ne, da ist er. Das können wir ihm auf jeden Fall geben. Junk brauchen wir nicht. Pillen würde ich gerne behalten. Flares nutze ich nie. Brauche ich Flares? Erstmal gucken, was wir hier von ihm haben können. Ich weiß ja noch, warte mal, wir haben doch jetzt Pellet Gun gelernt, oder? Kann das sein? Habe ich das eben gemacht? Mal ganz kurz hier raus. Pellet Gun, genau. Da brauchen wir, oh shit, da brauchen wir Junk für. Ich habe gerade den Junk verkauft. 4 Junk. Eine so eine Feder und 5 Holz. Warum mache ich Holz? Okay, aber dann können wir ja die Feder schon mal bei ihm kaufen. Trade. Irgendwas anderes Interessantes hier? Nee, ne? Wir hatten ein bisschen Sprit, ne? Kostet aber 70. Die, oh. Warte mal, wenn wir jetzt das Wire kaufen, können wir dann die 4 Junks zurückkaufen? Yes. Und wir haben noch 50. Das reicht nicht für Sprit. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Was haben wir hier? Inventory Upgrade, Rezept und Hotbar Upgrade brauchen wir erstmal nicht. Erstmal nicht. Die Gasmaske. Brauchen wir erstmal auch nicht. Da würde ich noch 2 Racks kaufen. Das. Oh, können wir 3 kaufen? Nein, ich hätte nur 1 kaufen müssen. Das ist äußerst ärgerlich. Anscheinend läuft die Uhr weiter, wenn ich mit ihm rede. Okay, Uhr behalten. Pilz können wir wegtun und dann können wir eine Bandage. Oh Gott, ey. Es ist alles nicht so gut jetzt gerade. Clothes. Oh, noch mehr Racks. Geil, wir können jetzt 2 Bandagen machen. Liegt hier noch mehr Zeug? Das ich vielleicht übersehen habe. Ich glaube nicht. Hier lagen halt noch Klamotten. Ansonsten sind wir gut. Kann ich jetzt eine Bandage machen? No room in inventory. Wenn ich jetzt hier was hinschmeiße. Zack, drop. Okay. Ich glaube, jetzt können wir Bandagen machen. Schwing. Schwing. Und jetzt haben wir wieder Platz für die Flares. Aber wir haben keinen Platz für irgendwas anderes. Ich weiß nicht, gehen wir zwischendurch mal nach Hause. Piotrek ist jetzt hier oben links. Da oben führt noch eine Straße lang. Wir könnten eigentlich mal hier rechts von Piotrek gucken, ob wir noch Holz finden und so. Weil Holz bräuchten wir jetzt noch für die Pellet Gun. Und dann hätten wir endlich mal eine Schusswaffe. Aber wir haben keine Munition. Schiede. So, das ist der kaputte Träger. Jo. So, ein Tierchen. Brauche Holz. Ich brauche Holz. Es ist schon 14 Uhr. Es ist schon 14 Uhr. Und ich sehe Pilze, Pilze. Oh. Ihr wisst, wenn ich aufgeregt bin und ein bisschen Angst habe, fange ich an, Quatsch zu singen. Oh, weg da. Weg da. Das Viech hat gegen irgendwas gekämpft. So, jetzt muss ich Sachen weglegen, Leute. Jetzt muss ich Sachen weglegen. Kann ich das hier einfach benutzen? Ja, okay, jetzt haben wir mehr Platz. Bärenfalle auf jeden Fall. Und dann nehmen wir jetzt nochmal Junk mit. Ohne Batterie. Wir haben ja eine Taschenlampe, ne? Okay. Pilze. Location von Underground Entrance. Wo ist sie? Hier.
Wo ist sie hier jetzt zu sehen? Das Ding ja letztens auch schon... Oh, hier ist es, oder? Ja, da ist dieses Haus. Komm ich hier rein? Yes. Hier ist eine Bärenfalle. No room in the inventory. Kann ich hier irgendwas konsumieren oder sowas? Bandage. Oh ja, Bandage könnte man machen, ne? Leder brauchen wir für später. Leder für später. Okay, so wichtig ist jetzt die Bärenfalle auch nicht. Wir könnten jetzt hier reingehen, ne? Oh, hier sind noch große Pilze. Die müssen wir jetzt aber auf jeden Fall mitnehmen. Und es ist schon 16 Uhr. Oh, 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 oh. Okay, was packen wir weg? Das Fleisch vielleicht? Oder das eine Holz? Die Pilze muss ich mit nach Hause nehmen. Ah, und auch den Sprit und so. Die Uhr, die Batterie. Die Batterie, Leute. Oder die Flares. Die brauchen wir ja eh nicht. Ich würde jetzt gerne mal einen so einen Flare mal probieren, wie das aussieht. What the shit? Okay, kann ich aber nicht hinlegen, oder was? Doch. Oh, jetzt habe ich zwei hingelegt. Dann legen wir jetzt auch noch eine dritte hin. Scheiß drauf. Das leuchtet dann halt so ein bisschen rot. Und dann verpissen wir uns. Oh Gott, 17 Uhr. So, jetzt wissen wir schon mal, hier ist der Eingang. Oh, habt ihr den gesehen? Lauf! Bitch! Lauf! Okay. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Und wir müssen relativ straight nach unten laufen zu unserem Haus. Ich weiß gar nicht, wann hier dunkel wird. Um welche Uhrzeit? Wahrscheinlich so 20 Uhr? Primetime? Could that be? Oh, wir haben hier noch mehr Shit. Die Bärenfalle. Ach, können wir sogar nur mitnehmen. Wieso haben wir denn jetzt noch einen Platz? Ach, weil die stacken. Jetzt sagt bloß, das stackt auch. Nee. Okay, wir haben drei Bärenfallen. Das ist gut. Wie gesagt, ich hatte ja einen Plan. Wir werden jetzt hier eine vor das Fenster legen. Weil ich so schlau bin. Sowas. Und dann haben wir hier drin hauen wir so ein bisschen Zeug. Also die stacken gar nicht. Das war einfach nur die Zahl, die... Ah, komisch. Okay. Ja, das... Ich weiß nicht, wie effektiv die Glasfalle ist, Leute. Ich weiß nicht, wie effektiv die Glasfalle ist. So, okay. Dann schnell noch... Oh. Okay, 18 Uhr. Noch was... Oh, shit! Oh! Wie kommen wir denn jetzt da raus? Mann, ey. Wie konnte ich mich denn jetzt da... Oh Gott. Laufe ich in meine eigene Bärenfalle rein? Blute ich jetzt oder was ist das? Ja, ich blute. Habe ich noch eine Bandage? Oh Gott. Ah, fuck. Oh, ist das peinlich auch noch. Und das zum Ende der Folge, Leute. So, jetzt füllen wir hier noch schnell den Generator auf. Und in der nächsten Folge sehen wir, ob wir die Nacht überstehen oder nicht. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Das war der Fischkopf und... Tschüss. Jetzt machen wir hier mal hinne da und dann können wir jetzt hier mal ausmachen, ne?